Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Dennis von TestVenture und heute möchte ich dir zeigen, wie du deine blaue SIM-Karte ganz einfach aktivieren und freischalten lassen kannst. Los geht's! Um die SIM-Karte also zu aktivieren, öffnen wir zuerst deinen Browser und geben blau.de/freischalten in die Adresszeile ein. Den genauen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auf der blau.de-Website geben wir zuerst unsere SIM-Kartennummer ein. Die SIM-Kartennummer finden wir auf der Plastikkarte aus unserem Starter-Set. Haben wir die SIM-Kartennummer eingegeben, drücken wir auf Nummer überprüfen. Im nächsten Fenster müssen wir unsere neue Blau-Rufnummer eingeben. Diese finden wir auf der Rückseite unseres Starter-Sets auf einem Aufkleber oder auf dem Blau-Anschreiben, ebenfalls aus dem Starter-Set. Haben wir die Telefonnummer eingegeben, drücken wir auf Daten überprüfen. Jetzt können wir auswählen, ob wir unser Blau-Guthaben automatisch monatlich per Bankeinzug, bei niedrigem Kontostand oder eben nur per manueller Aufladung durchführen möchten. In meinem Fall möchte ich keine automatische Aufladung und ich drücke auf Weiter ohne Aufladung. Im nächsten Fenster müssen wir unsere persönlichen Daten angeben, wie zum Beispiel Name und Anschrift. Wir füllen also alle Daten aus, achtet darauf, dass die Daten auch wirklich stimmen. Weiter unten müssen wir dann nur noch eine vierstellige Kundenkennzahl festlegen. Die Kundenkennzahl wird benötigt, wenn wir zum Beispiel einmal beim Kundenservice anrufen möchten. Wir legen also die vier Zahlen fest und drücken dann auf Weiter. Jetzt werden uns alle Daten noch einmal zur Überprüfung angezeigt. Geht alles noch einmal ganz genau durch und schaut nach, ob ihr auch wirklich alles richtig eingegeben habt. Danach scrollen wir nach unten und drücken auf Tarif kostenpflichtig bestellen. Als nächstes müssen wir uns nur noch bei blau.de identifizieren. Dafür haben wir zwei Möglichkeiten, entweder per Postident in einer Postfiliale oder online per Videochat am Smartphone. Ich wähle mir den Videochat aus, da das Ganze viel schneller und einfacher geht. Wir scrollen also nach unten und drücken auf Jetzt starten. Jetzt wird mir angezeigt, dass mein Browser kein Videochat unterstützt und ich muss mir die Identity App installieren. Dafür scrolle ich weiter nach unten und drücke auf das Google Play oder eben beim iPhone auf das Apple App Store Symbol. Danach installiere ich mir die Identity App. Haben wir die App installiert, öffnen wir diese und geben die Videobenachrichtigung frei. In der App sehen wir auch schon, dass die Anmeldedaten für den Vorgang bereits ausgefüllt wurden. Wir akzeptieren nur noch die AGBs und drücken auf Identifizierung starten. Als nächstes wählen wir noch unseren Ausweistyp und unser Ausstellungsland aus. In meinem Fall Deutschland. Danach müssen wir nur noch ein Foto von unserem Perso machen und schon startet der Videoident. Diesen Schritt zeige ich hier allerdings nicht. Das Ganze hat bei mir aber nur 2 bis 3 Minuten gedauert. Haben wir den Videoident erfolgreich abgeschlossen, warten wir nur noch, bis wir von blau.de eine E-Mail mit der erfolgreichen Freischaltung erhalten. Das Ganze kann bis zu 24 Stunden dauern, in meinem Fall waren es nur 5 Minuten. Haben wir die E-Mail bekommen, legen wir nur noch unsere blaue SIM-Karte in unser Smartphone ein. Dafür brechen wir die SIM-Karte aus dem Plastikrahmen heraus. In meinem Fall benötige ich die kleinste Größe, die sogenannte Nano-SIM-Karte. Haben wir die SIM-Karte eingelegt, entsperren wir diese mit dem PIN von der Plastikkarte. Und schon haben wir es geschafft, unsere blau.de SIM-Karte wurde erfolgreich aktiviert und ist freigeschaltet. Ich wünsche dir viel Spaß beim Telefonieren. Wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, würde ich mich freuen, wenn auch du uns durch ein Like, ein Abo oder eben ein Super Thanks unterstützen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, deine TestVenture Crew.